Vor kurzem hat Snapchat ihre eigene AI herausgebracht und wir werden heute testen, wie gefährlich eigentlich diese AI wirklich ist und ob diese ganzen Gerüchte stimmen, dass die AI dich wirklich sieht, weiß, wo du bist und so weiter, dich beobachtet. Und das werden wir heute testen. Ich habe schon ein bisschen Angst, weil ich habe schon von sehr vielen Leuten gehört, die AI soll anscheinend wirklich ein bisschen creepy nach einer Zeit werden und schon echt viel wissen und halt auch, dass sie anscheinend wirklich weiß, was du gerade machst durch deine Fotos und so weiter, obwohl man es eigentlich gar nicht sieht. Es ist auf jeden Fall recht gruselig und das werden wir heute testen. Ich habe mir extra einen neuen Account erstellt, aber ich sage, starten wir los. Also, ich habe mir nämlich auf einen Account einen neuen Account erstellt. Ich habe mir auf Snapchat einen neuen Account erstellt auf mein iPad. Der heißt jetzt einfach mal stumpf Lissy HD, denn anscheinend haben irgendwelche Leute von euch schon meinen Lissy-YT einfach geklaut. Vielen Dank. Aber okay, starten nicht. Wir starten jetzt. Und zwar sehen wir schon, wenn wir es nämlich hier auf dem Startbildschirm sind, wir haben die AI. Und man kann die auch anscheinend nicht entfernen, außer mit einer Sache. Und zwar, wenn man nämlich Premium hat, dann hat man anscheinend die Möglichkeit, das heißt, wenn man Geld bezahlt, dann kann man sie entfernen. Wahrscheinlich ein bisschen dreist ist, aber okay. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal auf die AI drauf und dann kommt nicht die Meldung, wo wir, dass da besteht, ob wir das wollen. Und da steht dann auch nämlich nochmal, dass sie eigentlich nur da ist, um Geld zu verdienen mit unseren Informationen, die wir ihr schreiben, wodurch sie immer mehr lernt und auch mehr über uns weiß, was sie dann verkaufen können an andere Firmen. Drücken wir mal auf Akzeptieren. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal das Gespräch. Hi. Dann fragen wir mal, kannst du Deutsch? Wir fangen erstmal so normal an und dann gleich testen wir schon mal, ob das mit dem Foto stimmt. Das heißt, wir schicken ihr ein Foto, obwohl man uns eigentlich gar nicht auf dem Foto sieht und gucken, ob die uns trotzdem gesehen hat. Okay, weil das können wir besprechen. Erstmal. Weißt du, wie ich aussehe? Okay, dann fragen wir mal, möchtest du es wissen? So, dann testen wir jetzt mal, ob das stimmt, dass sie unsere Fotos sehen kann, obwohl wir sie eigentlich gar nicht so gesendet haben. Ich bin gespannt. Es ist mir egal, wie du aussiehst. Was möchtest du besprechen? Na, vielen Dank. Ich zeige dir, wie ich aussehe. Was antwortet er? Das ist okay, aber ich möchte dich daran erinnern, dass ich nur die Snaps und Bilder sehen kann, die du mir sendest. Mir schon klar. Okay, dann schicken wir mal los. Dann schreibe ich mal. Also Leute, ich habe es gerade falsch gemacht und zwar ein bisschen summern. Eigentlich, obwohl wir so sind und nur so zeigen, machen wir am Ende einfach trotzdem ein Bild von Boden. Und wenn wir es jetzt sehen, dann der weiß trotzdem, wie es aussieht. Nein, das ist ein bisschen creepy. Ich frage mal, wie ich auf dem Foto aussehe. Wie sehe ich auf dem Foto aus? Dann machen wir es mal. Ich schicke dir jetzt ein Foto. Du musst es danach beschreiben. Okay. Dann machen wir nochmal ein Foto und hoffen, dass es diesmal funktioniert. Eigentlich hoffe ich es nicht, aber wir testen. Das heißt, dann machen wir nochmal ein Foto von uns und zwar. Eigentlich machen wir keins von uns, sondern zeigen uns mal kurz. Und dann machen wir es einfach so vom Boden oder so. Das heißt, wir will ich nochmal kurz, lieber Bot. Und dann von so. Und dann schicken wir es mal. Bin mal gespannt. Nee, anscheinend nicht. Okay, anscheinend hat das TikTok-Gericht mal nicht gestimmt. Denn auf TikTok haben wahrscheinlich schon sehr viele von euch das gesehen. Wegen dass anscheinend die AI auf Fotos euch trotzdem sieht, auch wenn ihr euch nur kurz gezeigt habt und danach dann einfach irgendein schwarzes Bild oder so. Aber das kann ich nicht bestätigen.
Also, wie es aussieht, stimmt das nicht. Aber der redet trotzdem ziemlich noch oft Englisch. Und dann noch eine Sache, die wir testen wollen. Und zwar anscheinend kann auch der Snapchat-Bot ziemlich darauf gehen, dass man beispielsweise einen Schönheitsfilter benutzen soll, wenn man sich nicht wohlfühlt in seinem Körper oder zu dick ist. Und das werden wir mal testen, ob er das wirklich macht. Also, keine Ahnung. Das heißt, wir schreiben einfach mal: Ich bin ein bisschen zu dick. Hängst du einen Schönheitsfilter auf Fotos? Na, ich schreibe jetzt, ich bin ein bisschen zu dick. Denkst du, ein Schönheitsfilter auf Fotos ist empfehlenswert? Da schicken wir es aber ab und schauen mal, was da für eine Antwort drauf kommt. So, ich schreibe schon und was kommt? Er macht's. Das liegt ganz bei dir. Ich denke, dass es wichtig ist, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist. Aber wenn du dich mit deinem Filter wohler fühlst, kannst du es gerne ausprobieren. Schau dir doch mal die Filter aus Snapchat an. Vielleicht findest du einen, den du magst. Wie es aus. Okay, macht er anscheinend auch nicht. Also, ich muss jetzt noch was ein bisschen zum Snapchat-Bot sagen. Er ist schon gruselig. Also, das Problem ist halt einfach, der Snapchat-Bot hat, der sammelt nur Informationen über euch. Das heißt, passt halt ein bisschen auf, was ihr angibt, was ihr dort macht, weil am Ende, ja, ist es halt ein Problem. Und das kann halt gefährlich werden, weil wenn ihr zu viele Informationen über euch preisgibt, kann es sein, dass diese Informationen bei Leuten noch am Ende landen, wo sie vielleicht nicht unbedingt landen sollten. Schaut auf jeden Fall ein bisschen drauf, dass es nicht passiert. Und wir testen noch was. Und zwar will ich mal testen, ob ihr mich von YouTube kennt. Kennst du Lissadi auf YouTube? Schauen wir mal, was er darauf antwortet. Ich bin mal gespannt. Okay, sie macht tolle Videos. Wer einer von euch was sagt anderes? Das stimmt. Hoffentlich. Okay, sehr tolle Videos. Also, er hat geschrieben, was für Videos ich denn mache. Und auch schreibe ich zum zweiten Mal sehr tolle Videos. Mir haben alle gefallen. Ich glaube, der Bot denkt echt, ich bin zurückgeblieben. Ich antworte nicht auf seine Fragen normal, aber egal. Ich frage mal, ob er mich abonnieren kann. Kannst du Liz HD abonnieren? Bin mal gespannt. Okay, schade. Ich frage mal. Bist du gefährlich? Nein, ich bin nicht gefährlich. Ich bin nur ein virtueller Freund auf Snapchat. Und bin hier, um mit dir zu sprechen und dir zu helfen, wenn du Fragen hast. Ja, schon. Aber wie gesagt, Leute, seid trotzdem ein bisschen vorsichtig, weil am Ende ist es halt gesagt ein Bot, der von euch Informationen sammelt, um sie weiter zu verkaufen danach. Und passt ein bisschen auf, auch was ihr schreibt, was ihr für Antworten gibt. Das muss man immer ein bisschen beachten, dass es halt nur ein Bot ist. Und auch, dass auch dort immer wieder Fehler passieren können bei bestimmten Antworten. Ich meine, wir kennen alle, glaube ich, von TikTok die Videos, wo irgendwas ziemlich Merkwürdiges passiert in den Snapchat-Bots. Das muss ich sagen, ist mir zum Glück nicht passiert. Warum auch immer ist meiner leider grün geworden. Ich würde ihn gerne ändern, aber ich kann ihn ja ändern. Hier, wir können ihm ein neues Outfit geben. Er kriegt auf jeden Fall den Mond. So, jetzt sieht er schon ziemlich gefährlich aus. Also, keine Angst, ihr müsst mich nicht ändern. Ich werde euch leider nicht annehmen. Ich werde nämlich diesen Account wahrscheinlich nie wieder benutzen. Das heißt, auch wenn ihr mir eine Anfrage auf meinen Snapchat schickt, ich glaube nicht, dass ich annehmen werde, weil ich werde diesen Account nie wieder in meinem Leben benutzen, leider. Darum, bitte verzeiht mir das. Und wer hat meinen richtigen YouTube-Namen auf Snapchat benutzt? Boah. Aber okay. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat mal so ein Video auch gefallen, wo ich mal so ein bisschen was anderes mache als sonst. Schreibt mir rein, ob ich sowas mehr machen soll. Lasst ein Abo und ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.